Besonders in den vergangenen 3 Jahren sind wir an unserem Tiny House Projekt enorm gewachsen. Dazu gehörten natürlich aber auch Tiefschläge, weshalb wir das Ganze zum Anlass nehmen möchten, auch in dem heutigen Video über das Thema Selbstvertrauen zu sprechen. Wir sind Anja und Ilan, freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr unsere Videos schon seit längerem schaut, wisst ihr sicherlich, dass wir überhaupt gar keinen Background im Bereich Haustechnik bzw. Innenarchitektur oder überhaupt Erfahrung auch im Bereich des Hausbaus haben oder hatten damals. Und demnach, als wir uns für dieses Projekt entschieden haben, wurden wir natürlich konfrontiert mit der nötigen Skepsis seitens unseres Umfeldes. Es sind halt die potenziellen Risiken, die man so im Leben erwarten kann, wenn man sich neuen Aufgaben stellt. Unter anderem war die erste Frage, ihr wollt das doch sicherlich bauen lassen. Ihr wollt das doch jetzt nicht selbst bauen. Oder ihr habt doch noch nie gebaut, ihr habt doch auch noch gar keine Erfahrung. Wollt ihr wirklich euer Geld in den Sand setzen? In der Frage ist ja quasi schon die Vermutung, dass das auch passieren wird. Oder so ein Tiny House Bau, das ist ja eine nette Idee, aber das ist doch nichts für die Zukunft. Ihr wollt doch auch mal Kinder haben. Spätestens dann ist doch ein Tiny House viel zu klein. Ihr habt doch noch gar kein Grundstück. Was ist, wenn ihr für das Tiny House keine Baugenehmigung bekommt? Ihr wollt doch nicht etwa euer Leben lang auf einem Campingplatz stehen. Das war auch eine. Es gab aber auch andere Stimmen. Unter anderem auch sehr mutmachende Stimmen. Wir haben tolle Familien, die auch sagen, hey, solange ihr das Ding durchzieht, ist es doch alles super. Ne? Oder es ist total cool und spannend, auch wenn es nichts für uns ist, aber toll, dass ihr das macht oder so. Ja. Also doch, da kommt schon viel Rückenwind. Und da merkt man auch wieder, wie wichtig das soziale Umfeld ist, welches einen eben im Selbstbewusstsein oder auch im Selbstvertrauen bestärkt oder eben auch die Stärke nehmen kann. Also auch die Erziehung, ne? Welchen Einfluss das nimmt. Lass das Kind doch machen. Es wird schon die eigenen Erfahrungen, aus eigenen Erfahrungen dann auch lernen und wachsen. Wo du auch gerade von Erfahrungen sprichst. Wir möchten gerne im nächsten Step mal darüber sprechen, weil jeder ist ja auch sein eigenes Individuum, wie wir selbst auch gerade im Rückblick der letzten 3 bis 5 Jahre und auch durch das Tiny House Projekt, wie wir unser Selbstvertrauen eigentlich gestärkt haben, wo auch unsere Schwierigkeiten waren, welche Sätze uns auch bestärkt haben, die uns andere mit auf den Weg gegeben haben. Vielleicht willst du kurz damit anfangen. Ja, mir hat mal ein Unternehmer gesagt, und das habe ich bis heute nicht vergessen, wenn du Unternehmer werden möchtest, dann musst du damit rechnen, zu scheitern. Und ich habe das erst nicht verstanden. Und dann hat er gesagt, ja, du wirst scheitern. Es geht nicht darum, ob du scheitern wirst oder nicht. Du wirst scheitern, weil wenn du nicht scheiterst, kannst du nicht wachsen. Das heißt, siehst du das Scheitern als Chance oder siehst du das Scheitern als Grund, aufzugeben? Und das hat bei mir bis heute nach. Das meiste, was ich gelernt habe im Leben, habe ich aus dem Scheitern heraus gelernt. Also aus dem Versagen, sage ich mal, wenn ich mal verloren habe. Dann habe ich gelernt, damit umzugehen und bin eigentlich gewachsen. Und ich musste wirklich stark scheitern und lernen. Eigentlich haben wir das alle schon in der frühen Kindheit geschafft, als wir immer wieder aufgestanden sind, um das Laufen zu erlernen. Kinder lernen ja auch immer wieder aufzustehen und weiterzulaufen, bis sie es dann irgendwann können. Das Gleichgewicht halten und vielleicht dann sogar springen und tanzen und hüpfen. Das ist ja auch ein Prozess gewesen, ein Prozess des Scheiterns und des Aufstehens. Sonst würden wir ja heute alle wahrscheinlich auf allen Vieren noch krabbeln. Was habe ich eigentlich zu verlieren? Ich muss keinem was beweisen. Am Ende des Tages geht es ja wirklich um meine innere Stimme, um mein Bedürfnis und dass ich damit zufrieden bin, was ich hier leiste und was nicht. Du hast auch immer mal erzählt, dass man dir früher ganz oft gar keine handwerklichen Sachen so zugetraut hat. Gar nicht. Weil du ja auch immer sehr auf das Musizieren fokussiert hast. Ne? Gar nicht. Also viele sind erstaunt, wie weit wir hier gekommen sind, weil es gibt einige Menschen da draußen, die mir nicht mehr zutrauen, dass ich einen Nagel in die Wand hauen kann. Ja? Das war schon oft so. Die haben gesagt, konzentriere dich lieber auf die Musik und so. Das Selbstvertrauen kam immer dann erst, als ich mein Ding durchgezogen habe, so wie das Haus, in dem wir gerade sitzen. Das war wirklich ein langer Weg und deutlich länger als gewollt und geplant. Aber wir sitzen hier und wir finden es traumhaft schön. Wir sind zufrieden mit unserer Entscheidung bis jetzt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft darum geht, das Scheitern zu verhindern. Also wirklich gar nicht zu scheitern.
das finde ich sehr schade, weil man das als Kind ja eigentlich schon lernt, dass es genau umgekehrt läuft. Also ich ärgere mich richtig, ne? Also wenn ich verliere oder... Gemeinschaftsspiele gehen gar nicht. das ist wirklich nicht gut. Aber würdest du sagen, dass durch die letzten Jahre, dass du jetzt besser damit umgehen kannst? Ja. Dass du jetzt besser scheitern kannst? Allein bei diesem Projekt, wie oft ich hier geflucht habe. Und ich dachte, oh nein, das haben wir schon wieder verschnitten. Und ich bin richtig sauer. Und dann wollte ich mit diesem Haus nichts mehr zu tun haben. Mhm. Nichts mehr. Ja. Und ich habe an ihr gesagt, ich will dieses Haus heute nicht mehr sehen. Lass mich mit diesem Haus in Ruhe. Und 2 Wochen später war das vergessen. Vieles hat sich im Laufe des Projekts auch einfach ergeben dadurch, weil man offen geblieben ist für Lösungen. Wenn man nämlich an Alternativen, wenn man die Alternativen sieht, dann ist man auch offen für Lösungen. Wenn man Probleme sieht, dann kann man die Alternativen wieder nicht sehen. Also es ist wirklich so, dass man sich selber blockiert in seinem Vorankommen. Das ist wirklich so. Wie findest du denn zu deinem Selbstvertrauen? Oder ja, weil wir zweifeln ja alle ab und zu mal an uns. Sehr normal. Also ich glaube, dass als Kind mein Selbstvertrauen sehr groß war. Aber durch die Entwicklung und durch die Pubertät habe ich enorm viel Selbstvertrauen verloren, welches sich jetzt erst wieder durch die letzten Jahre aufbaut aktiv. Und da hat mir enorm mentales Training geholfen. Also Meditation, unglaublich, weil das, was ich denke, das fühle ich und das wird zu meiner Wahrheit und meiner Identität. Und deshalb versuche ich mich so gut es geht mit Positivität zu umgeben und nach vorne zu schauen und mich nicht in Schmerzen oder Traurigkeit zu verlieren oder darin zu baden, weil das halt in Mark und Knochen irgendwie übergeht. Und ich auch glaube, wenn man auf verschiedenen Ebenen irgendwie schaut, in der Positivität zu sein, an sich zu glauben und auch in das Gute zu vertrauen, dass sich das auch auf Gesundheit und alles andere und auf seine Mitmenschen mit auswirken kann. Ich würde schon sagen, dass ich eher lösungsorientiert bin, wenn ich scheitere. Bei mir passiert es schneller, dass ich dann mal eine Runde heule und dann ist wieder gut. Also meine Ventile sind andere. Du hast dann eher den Frust und ich habe dann die Tränen. Und dann ist es aber auch wieder gut. Das muss dann einmal raus und dann kann man schauen, wie man es jetzt lösen kann, das Problem. Und ich liebe die neuen Herausforderungen. Ich liebe diese neuen Projekte. Also ich mag das, über mich hinauszuwachsen. Es gibt auch Themen, mit denen möchte ich mich ungerne konfrontieren. Also auch das gibt es, Herausforderungen, denen ich mich nicht so gerne stelle. Aber in Bezug auf das Tiny House Projekt merke ich enorm, wie wir beide daran wachsen und was es vor allem mit einem macht. Denn jede positive Erfahrung nach dem Scheitern lässt einen einfach mehr strahlen, noch aufrechter gehen. Man wird selbstbewusster, man weiß, ja, das ist der Weg, den ich gehen will. Das fühlt sich gerade genau richtig an. Und ja, das ist so meine Erfahrung. Wir haben ja jetzt viel über das Thema gesprochen und es ist ja sehr groß. Sehr groß und mit vielen, vielen Dingen verknüpft. Aber ich denke, das Fazit ist auch, dass Selbstvertrauen auch mit einer gewissen Selbstliebe verbunden ist. Das heißt, dass man sich selbst kennenlernt auch, dass man sich selbst zu schätzen lernt. Ich glaube, man ist auch nie zu alt, daran zu arbeiten. Jeder Mensch ist wandelbar und jeder Mensch kann sich, wenn er möchte, immer weiterentwickeln bis zum letzten Atemzug. Hm. Und wir beide merken in unserer Entwicklung, dass wir, je mehr Fehler wir machen, je mehr wir aus unseren Fehlern lernen und immer wieder aufstehen und scheitern und dann glückt auch mal wieder was, dass wir auch viel flexibler geworden sind, dass wir mutiger geworden sind. Also man will dann ja auch selber immer wieder mehr rausfinden und über sich hinauswachsen und will gucken, was habe ich denn noch für Potenzial, was geht denn da noch? Und daher möchten wir natürlich euch auch motivieren, so wie wir uns immer wieder versuchen aufzubauen und zu motivieren, euch auch zu motivieren, aufzustehen und wenn ihr einen Traum habt, diesen natürlich auch diesen nachzugehen, weil dieses Feuer, das wir eigentlich noch in der Kindheit hatten, finde ich, das Ausprobierens, alles in den Mund zu nehmen und zu schmecken und alles ist neu und dieses Lebensfeuer muss nicht so schnell erlöschen. Es muss nicht weg sein. Und es kann auch wieder zurückkommen. Es kann wieder zurückkommen. Dieses Projekt hat das wieder ein Stück weit entfacht. Erzählt uns gerne auch oder schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr zum Thema Selbstvertrauen steht, ob ihr das Gefühl habt, schon in eurer Mitte zu sein, dass ihr euch selbst vertraut und eben nicht nur Wert auf die Meinung anderer legt und wie ihr mit dem Scheitern vor allem auch umgeht, ob ihr
gute Verlierer, schlechte Verlierer seid, ob ihr eher das Ganze mit Wut kompensiert oder mit Tränen. Jeder hat da ja seinen eigenen Weg. Teilt das Video gerne, wenn ihr glaubt, dass es auch für andere spannend sein könnte. Das ist jetzt auch einfach mal ein Thema aus dem Leben, welches bei uns natürlich immer sehr stark mit dem Tiny House verknüpft ist, aber es lässt sich auf alle Lebenslagen oder Lebensprojekte, Berufsprojekte übertragen. Und ja, lasst uns gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.